sieht gefährlich aus. Ciao, Francesco. Woher kommst du? Ich komme aus Schramberg. Ja. Und Schwarzwald. Wie alt? Bin ich bald 60. Oh. Wow. Oh, gut. Und, vom Beruf bin ich mit Leib und Seele Gastronom. Ja, die Bühne sieht schon mal geil aus. Jetzt sind wir gespannt auf deine Performance. Ja, was ich euch heute vorführen würde, es ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Nummer. Ich zeige, wo ein Mensch seine Schmerzgrenze hat. Deswegen bitte ich auch etwas Ruhe im Saal, weil es ist wirklich, wirklich sehr gefährlich. Und eine Fehltritt könnte ich mich wirklich, wirklich sehr, sehr verletzen. Aber darf ich noch eine Frage stellen? Ist es manchmal schief gelaufen? Bis jetzt nicht, sonst wäre ich nicht hier. Bis jetzt nicht. Oh. Na, gut. Also, okay, Francesco, dann leg mal bitte los und wir sind gespannt. Gänsehaut, weil ich Angst habe, dass gleich was Schlimmes passiert. Ich hab noch wärmer. Also. Ja. Guck mal, ich habe eine richtig zittrige Hand. Scherben? Sind das Glasscherben? Oh! Nein, das sind Bausteine. Oh. Hä, das sind Bausteine? Ja. Ich dachte, das sind Glasscherben. Aber das ist auch schlimm. Das tut total weh. Au. Ja, das war's. Das war's? Aber Tatsache, gibt's wirklich Spielsteine laufen. Der Weltrekord liegt bei 8 Kilometer. Und zurzeit bereite ich mir vor, diesen Rekord zu brechen. Ja? Micha, sollen wir es mal ausprobieren? Was? Ich soll da jetzt rüber? Ja, klar. Komm. Komm. Barfuß oder komm, mit Schuh? Barfuß. Hallo! Ich habe mir schon gedacht, dass hier jemand probieren muss. Deswegen. So. Moment! Du siehst aus wie ein Ghostbuster. Danke! Aber ohne Socken. Also, wir müssen hier. Ohne Socke, klar, so wie ich hier. Das ist ganz wichtig, was ich gerade sage. Es muss ja alles desinfiziert werden. Das hat nichts mit Corona zu tun, das ist nur wegen Fußpilz hier. Gibt's einen Trick? Nein. Ist tatsächlich so, dass hier alles ganz streng ist. Die hören mir sowieso nicht zu. Alle sind hier getestet, das wollte ich noch mal sagen. So. Immer schneller. Die sehen aus wie ein verrücktes altes Ehepaar. Oh. Habt ihr super gemacht. Ja, so schlimm ist es nicht, oder? Alles also, so schlimm geworden. Ist das aber wirklich nicht. Aber 8 Kilometer schon. So, danke schön. Lukas, du sahst ja aus wie ein Hühnchen. Wie ein Geißbock. So,
So. Hast du das auch schon mal auf anderen Dingen gemacht, die spitz sind, oder nur auf Bausteinen? Also ich trainiere zurzeit mit einem 15 Kilo schwere Weste. Gute Massage. Können wir jetzt öfter machen, ne? Ja. Und ja, und so härte ich meine Füße. Hat's wehgetan? Ja. Es tat nicht so richtig wirklich weh. Jetzt hör auf zu heulen, nein. Lukas. Es ist auch so. Kein Talent, da rauszulaufen. So, Francesco, also das Bühnenbild war überragend. Der Rest reicht für mich nicht, um am Ende irgendwie ins Halbfinale oder sogar ins Finale zu kommen. Das ist meine Meinung. Weiß ich, Michael, was ist deine Meinung? Also, für mich reicht das auch nicht. Auch wenn du ein wundervoller Mensch bist und das auch versucht hast über diese Psychonummer hier, ich verkaufe euch was. Also mir hast du nichts verkauft, aber ja, vielleicht unserer Chantal. Für mich ist es auch ein Nein. Ricardo? Von mir wäre es dann auch ein Nein. Also Francesco, viermal Nein. Danke, dass du da warst. Danke.